Ich wollte nur mich bei Moritz bedanken, denn ich hatte ja die Chance, ein Filmfestival zu übernehmen, was ja schon in einem großen Ruf hatte. Ich möchte zuerst wissen, Moritz Hadl und Christian Jungen, wie kam das denn? Haben Sie mal gedacht, Moritz Hadl, also ich bin jetzt 16 Jahre weg von Berlin, es gibt noch kein Buch über mich, und haben Christian Jungen angesprochen, oder Christian Jungen haben Sie mal gesagt, ich habe wieder zu wenig zu tun, Moritz Hadl, ich kann noch ein Buch über Sie schreiben. Wie hat das angefangen, das Ganze? So, angefangen hat es eigentlich bei einer Flasche Weißwein in Nio. Es gab eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Filmfestivals und da haben wir uns getroffen. Nur jetzt ganz klar zu sagen, der ist kein Ghostwriter. Das ist wirklich sein Buch. 100%. Sie haben als 29-Jähriger, Moritz Hadl, 1969 das Filmfestival in Nyon gegründet. Sie haben dann das Festival Locarno während 6 Jahren geleitet. Sie waren dann 22 Jahre Berlinale-Direktor, 2 Jahre Venedig, die Mostra dell'Arte Cinematografica und dann 1 Jahr noch in Montreal. Insgesamt habe ich gezählt, sind das 43 Jahre Filmfestival-Direktion. Christian Jungen, gibt es, kennen Sie das? Sie kennen ja die internationale Festivalszene, Sie kennen die Festivaldirektoren USA, Europa. Gibt es, kennen Sie sonst jemanden, der so viele Festivals und so lange Festivals geleitet hat? Nein, also er ist sicher der Mensch, der am meisten Filmfestivals geleitet hat. Auch darum, weil er zeitweise ja 2 Festivals leitete. Er war gleichzeitig Direktor in Nio und in Locarno. Eine Sache, die heute eigentlich völlig undenkbar ist. Es gab damals eine Société de Festival, weil die Subventionen knapp waren in der Schweiz. Hat man gedacht, es kommt billiger, wenn einer beides macht. Also auf Wunsch des Subventionsgebers, muss man sagen. Genau, das war eine Idee des Bundesamtes für Kultur in Bern. Und nicht nur ist er derjenige, der am meisten Festivals geleitet hat, ich fand auch, dass ein großer Teil seiner Verdienste vergessen gegangen sind. Dieses Buch ist nicht über mich allein, es ist über ein Team, vor allem meine Frau und mich. Erika war ja die erste Frau, die ein A-Festival geleitet hat. Sie war, nachdem Moritz de Hadl Nio abgeben musste, weil er Berlinale-Direktor wurde, hat sie noch 14 Jahre lang das Filmfestival von Nio geleitet. Wir sind hier 3 Schweizer Bürger. Ja, es war in 79, 80 vielleicht ein Vorteil für das Kuratorium der Berlinale, ein Nicht-Deutscher zu kriegen als Festspielleiter. Einfach weil ich hatte vielleicht einen leichteren Zugang an Osteuropa und vielleicht eine Deutsche hat. Ich hatte vielleicht weniger psychologische Probleme zu verhandeln mit der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich hatte auch die Erfahrung schon vom Locarno, die gute Beziehung zwischen Ost und West hinter mir. Ja, wir haben also das Gefühl, dieses Vermitteln zwischen Ost und West, das ja eine seiner großen Lebensleistungen ist, dass das vielleicht schon biografisch angelegt war. Ich meine, er kam in England auf die Welt. Sein Vater war ein hoher britischer Offizier. Die Fraternité, also das Spital, wo er geboren wurde, wurde eine Woche danach bombardiert, existiert also nicht mehr. Irgendwie ist er schon ein Überlebender von Geburt an. Sein Vater hat dann mit der 8. Armee in Nordafrika gekämpft, war bei der Befreiung Italiens dabei. Dann heiratet er ausgerechnet eine Deutsche, deren Vater auf der anderen Seite gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine. Ich habe geheiratet hier in Berlin. Der Grund war, dass meine Eltern wollten nicht von meiner Hochzeit hören. Und für 2 Jahre lang haben nicht mit meiner Frau gesprochen. Nicht, dass die gegen sie persönlich waren, sondern weil sie deutsch waren. Aber dann hat sie plötzlich langsam die Dinge geändert. Die waren die beste Freunde nachher. Lustig ist, wenn man heute darüber redet, dass es zu wenig Hollywood hat in Berlin. Er hatte das umgekehrte Problem in den 90er Jahren. Da wollten ihn die Studios zuweilen fast in Paketen die Filme aufdrängen und er musste gewisse Sachen auch ablehnen. Paketen haben die noch nicht angeboten. Was die allerdings immer gekannt haben, war, sie möchten Vorführung an die Öffnung. Oder am Samstagabend. Das heißt, und möglicherweise können Sie uns garantieren eine goldene Bär. Solche Art von. Das habe ich. Vielleicht ein wichtiger Punkt, der seine frühe Festivaltätigkeit betrifft, vor allem dann auch in Locarno. Das war die Zeit nach 68, als es zum Beispiel in der Schweiz noch Zensur gab.
Da wurden regelmäßig zum Beispiel John Waters Filme in Zürich konfisziert von der Polizei und vernichtet. Und er war ein Vorkämpfer gegen die Zensur, sowohl in Nio, vor allem dann auch in Locarno. Das war auch die Zeit, als die erotischen Filme aufkamen. Da hat er dann zum Beispiel Gond Imogo von Borowczyk in Locarno gezeigt. Er hat die Filme von Pasolini gezeigt. Und das war nicht ganz ohne, denn damals hat zum Beispiel der Bischof von Lugano interveniert, hat den Stadtpräsidenten unter Druck gesetzt, er solle dafür sorgen, dass diese Filme nicht gezeigt würden. Ich meine, wenn man denkt, die Neobrüderie, die heute wieder am Anrollen ist, dann war das wirklich sehr, sehr mutig damals, was er da gemacht hat. Und er hat eigentlich mitgeholfen, die Zensur abzuschaffen in einigen Kantonen der Schweiz. Ob ich das direkt dafür zuständig bin, aber es ist so weit gegangen, dass in Locarno, da war auch eine Petition, dass die Vorführungen in Piazza Grande mussten abgeschaffen, weil es könnte jemand von einem Balkon von ganz hinter etwas sehen, das der Bürger nicht sehe. Und das hat Gott sei Dank die Vorstand des Festivals nicht mitgenommen. Ja, manchmal hatte ich so diesen Slogan vor Augen, make Moritz great again. Ich wollte wirklich, dass man irgendwie auch ein bisschen wieder sich daran erinnert, was er mal geleistet hat. Und wenn man jetzt den Film zurückspult, in Locarno, sein erstes Jahr, Jurypräsident Andrei Tarkovsky, der große Favorit im Wettbewerb, ein damals unbekannter Ken Loach, gewonnen hat ein Herr namens Mike Lee, der dann später auch in Cannes reüssiert hat. Er hat wirklich damals Locarno geöffnet, die großen Namen hingebracht, Derek Jarman, Fassbinder war da, Pasolini, das waren wirklich die Zeiten.